Es ist sehr interessant auf jeden Fall. So, nehmen wir die Waffe hier. Naja. Mit Bomben kann man die super kaputt machen, die Viecher. Weil da muss man nicht warten, bis die einen angreifen. Was ist das denn für ein Viech? Bernstein, Saphir und Topas. Geil. Ha! Ah. So ein Viech war das. Okay. Ich meine, hey, ich wusste, dass es so ein Viech war. Ich habe mich nicht erschrocken. Nein. Nein, 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 habe ich nicht. Mm-mm. Ha, okay. Übrigens, Fun Fact. Das Bestienschwert hat weniger Angriffskraft als der Ritter Zweihänder. Nur mal so nebenbei. Meteorstab! Ich muss gerade an Meteor Strike denken. Entschuldigung. So, rostiger 2. Da kommt der Overwatch in mir durch. So, was haben wir hier? Bombenpfeile 10 Stück. Geil. Goldene Rubin. Nice. Das finde ich cool. Ach ja, übrigens. Speichern. Ich habe keine Lust. Also ja, dieser Leune spawnt eh wieder, aber... Ich möchte meinen Triumph auskosten, nachdem wir hier schon sind. Dumpidumpidu. Na dumpidumpidu. Habe ich den da hinten eigentlich markiert? Ja, ich habe den Schrein da hinten markiert. Okay. Na, ich bin gespannt. Es wird langsam heiß im Übrigen. Das heißt, wir brauchen hier... Oh ne, habe ich... Doch, habe ich geholt. So, Hitzeschutz. Klack. Habe ich Klamotten für Hitzeschutz schon? Nee, ne, da habe ich nix. Ich würde sagen, wir ziehen einfach diese Barbarenrüstung an. Die sieht mega cool aus. Einfach eine mega krasse Ritterrüstung. So. Sieht cool aus. Ist zwar nicht sehr verteidigungswürdig, aber wir haben den Vorteil, wir haben ein bisschen Hitzeschutz noch mit unserem, Kopfschmuck. Das ist nur die Frage. Das sieht mir sehr nach einem Lavastrom aus, der nach unten lief. Ich glaube, je weiter wir hochlaufen, desto mehr kommen wir in Richtung des Vulkans natürlich. Die Frage ist, angeblich ist er irgendwo ja noch... Oder irgendwo müsste ja in der Goronenstadt sein. Ich frage mich, ob die wieder im Berg ist, wie in Ocarina of Time, oder ob die praktisch außerhalb ist. Ich meine, theoretisch könnte die ja im Berg sein, ne? Spricht ja erstmal nichts dagegen. Wir dachseln sie erstmal hoch auf dem schönen... Lavagestein hier. Aha. Hier fliegen schon die Funken. Okay, den sollten wir vielleicht machen, den Schrein.
Aber die Frage ist, wir sind gerade so weit oben. Hier ist Brandgefahr. Wenn du verweilst, erleidest du Brandschaden. Okay, gut. Hier oben verbrennen wir. Gut zu wissen. Das heißt, wir können nicht weit auf diesen Berg hochklettern, ohne dass wir verbrennen. Gut. Das ist ganz gut zu wissen. Okay, also da ist auch der Titan da oben. So, also da oben wird's heiß. Gut. Da haben wir den Titan doch schon mal aus nächster Nähe gesehen. Ist doch schon mal geil. Die Frage ist, wo ist denn die Goronenstadt? Da unten sieht mir irgendwie so aus, als wäre hier unten irgendwas. Das könnte auch mehr eine Challenge sein. Schneideklippen. Okay. Gu-Akito-Schrein. Wo ist dein Kampfgeist? Bei meinem Bizeps! Man muss es sich verdienen, auf dieser Plattform stehen zu dürfen, also runter mit dir. Für dieses Privileg musst du meine Brüder und mich beeindrucken. Was? Und beugen und strücken, jedoch nix über steinharte Muckis. Das hier ist der Goronengarten für die Harten und solche, die es werden wollen. Hier trennen sich die Kiesel von den Felsen. Aus dem Weg, bitte. Ich bewege keinen Muskel. Auf dieser Plattform ist nur Platz für ganze Kerle, die von meinen Brüdern und mir würdig befunden wurden. Außerdem macht mein kleiner Bruder gerade seine Übungen. Zugegeben, du scheinst nicht ohne zu sein. Aber ohne Fleiß kein Preis. Ich sag dir was, wenn du mit uns mithalten kannst, gehe ich dir aus dem Weg. Oh, ich muss kurz was trinken. Ich habe gerade mehr kratzige Stimme. Aber locker. Das wollte ich hören. Wir machen aus... Was? Wir machen aus dir eine Muckimaschine. Ich erkläre mal, wie es funktioniert. Ist eigentlich ganz einfach. Du musst innerhalb des Zeitlimits vom Fuß der Klippe bis ganz nach oben klettern. Aber das allein wäre ja lächerlich. Du musst außerdem noch Rubine sammeln. Schaffst du es im Zeitlimit hinaufzuklettern und eine bestimmte Anzahl Rubine einzusammeln, hast du bestanden. Aber wenn dir die Zeit ausgeht oder auf halbem Weg aufgibst, musst du alles zurückgeben. Du wirst deine körperlichen und geistigen Grenzen stoßen, das kann ich dir versprechen. Also dann, erklimm die Klippen! Oh, noch etwas. Ein Versuch kostet 20 Rubine. Kannst du das finanziell spenden? Dann pass mal auf. Du musst beim Klettern 100 Rubine sammeln. Ein Klacks für den harten Kerl. Hast du im Ziel wie zu wenig Rubine, aber die Kletterer umsonst, auch wenn du es innerhalb des Zeitlimits geschafft hast. Also dann, erklimm die Klippen. Los! Jawohl, Chef, ich lauf schon runter. Sir, General, Sir. Ach ja, toll. Huck.
Ich habe keine Ahnung, wie lange man sich da Zeit lassen kann dafür. Ich habe das Gefühl, das ist viel zu langsam. Fuck me. Ich habe den Absprung hier versemmelt. Oh, das könnte böse enden. Ja, ich muss gleich springen. Nein, fuck my life, ey. Ich flipp aus. Ah, ich dachte, das reicht. Geschafft! Ausgezeichnet! Reife Leistung. Wie viele Rubine hast du unterwegs mitgenommen? 128 Rubine! Unglaublich! Du hast deinen überragenden Schneid unter Beweis gestellt. Nun bist du unser vierter Bruder. Damit hast du das Recht, auf dieser Plattform zu stehen. Schließlich bist du jetzt unser Bruder. Bruder. Alright, Bro. Also, Bruder, es ist dein Recht, dich jederzeit an den Schneidklippen zu messen. Dich erwartet sogar noch härtere Prüfung. Sag Bescheid, wenn du es versuchen möchtest, Bruder. Alles klar, Bruder. Ich bin sowas von bereit, Bruder. Ich kann dir gar nicht erzählen, wie bereit ich bin, Bruder. Ich muss viel mehr Bruder sagen, ist ganz wichtig. So, aber ich vermute mal, wir kriegen hier direkt unser Dingens, ne? Das dürfte die Prüfung gewesen sein. Da. So. Guachitos Segen. Alles klar, Bruder. Danke für diese wunderbare Prüfung. Wieso habe ich das hier eigentlich dabei? Gnadenstoß. Sehr schön. So, hi Brudi. Gib mir mal bitte meinen Segen. Los! Bruder, mach hinne. So. Zeichen der Bewährung. Cool. Danke dir, Bruder. Jo, alles klar, Bruder. Ciao, Bruder. Auf Wiedersehen, Bruder. So. Was ist jetzt die nächste Herausforderung? Wenn ein frisch gefangenes Wildpferd unruhig wird, soll es mit Hilfe von L beruhigen. So wird es mit der Zeit gehorsamer. Klingt gut. So. Zeig deinen Schneid. Und beugen und strecken. Respekt, du hast gesagt, dass du auch nicht Muckis hast. Du bist einer von uns, Bruder. Aber das darf dir nicht reichen. Du musst jeden Tag an dir arbeiten. Und da habe ich genau das Richtige. Extrem Klippen klettern. Willst du gleich loslegen? Wie sind die Regeln? Das läuft so. Du musst in der Klippe ganz hoch alle Rubine einsammeln. Bestimmte Anzahl Rubine, musst alles zurückgeben. So, ich hab den Schneid. Starke Antwort. Wenn wir mit dir durch sind, stehen deine Muckis in Flammen. Das tut weh übrigens. Das Klippen hast du aber schon gemeistert. Wo wäre denn die Herausforderung? Nee, dir empfehle ich unsere härteste Herausforderung, das Extrem-Klippenklettern. Welches Klippenklettern darf sein? Extrem. Kostet 100 Rubine. Na los. Da musst du noch 300 Rubine sammeln. Lass deine Muskeln spielen. Hast du im Ziel zu nicht Rubine, war dir umsonst. Also dann. Klimm die Klippen. Los. Okay, um 3 Minuten. Zeitlich ist es genauso wie vorhin und da hatten wir noch über 1 Minute übrig. Und wenn ich es nicht versemmelt hätte. Oh, wow. Okay, das ist wirklich extrem. Oh, fuck my life, ey.
Oh, wie ich sowas ja hasse, wie die... Oh, wie ich sowas ja hasse, ey. Wenn du an der Klippe in einem Eck hängst und hängen bleibst und dann runterfällst. Sowas liebe ich ja. Ja, aber dafür haben wir zu wenig Ausdauer. Das schaffen wir nicht. Wir müssen den 100er da oben einsammeln. Oder mehr Ausdauertränke trinken, aber das ist ja keine Chance. Keine Chance. Das habe ich verkackt. Aber da brauchen wir viel mehr Ausdauertränke. Wobei wir jedenfalls, wir könnten da so rüberklettern, das würde gehen. Da ist auch ein 100er Rubin da oben, glaube ich. Wir haben 58 Rubine, 300 brauchen wir, das sind 100er, 20, das sind 140. Cool, du brauchst den da drüben auch noch. Aber mal, da oben ist auch noch einer. Okay, die Kletterroute nach links ist eigentlich die richtige. Weil da kriegst du 200 Rubine auf jeden Fall. Noch ein 20er bis bei 78. Es könnte knapp werden, aber es könnte reichen tatsächlich. Ich glaube, den roten, da muss man auch noch mitnehmen, dann war es safe. Also hier hochklettern, rechts rüber, den roten holen und dann links hoch, aber da brauchen wir Ausdauertränke dafür. Da braucht man Ausdauertränke dafür und die habe ich nicht. Und ich habe auch keine mehr im Inventar, ne? Was nämlich bedeutet, ich weiß nicht, wie ich einen Ausdauertrank herstelle. So, Frage, teleportiert ihr mich eigentlich nach oben, oder? Was machst du denn? Die Zeit ist abgelaufen. So. Ach ja, ich muss nach oben fliegen wieder. Okay. Na gut. Das geht zum Glück relativ easy. Da oben war, glaube ich, ein Kochtopf auch, ne? Jo. So, jetzt muss ich mal gucken. Eine Schnelle auf die Wiesen und Wellen ist zusammen mit dem Montag gekocht, verleiht sie die Kraft, sich schneller zu bewegen. Ich bräuchte eine Ausdauerechse, bräuchte ich. Spurtkröte. Habe ich irgendwas, was mir Ausdauer gibt? Fitkröte. Steigert man seine Ausdauer über den natürlichen Grenzen hinaus? Okay, ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich die mache. So. Ein wenig preisgeworden als Medizin, hat es jedoch bewährt. Ich habe keine Ahnung, was passiert, wenn ich das koche. Fitnessmedizin. Aha, okay. Es ist, geht über die Ausdauer hinaus. Ich bräuchte irgendwie Maxi-Echse. Löschechse. Frostling. Schwertling. Schleichforelle. Rüstungskrabbe. Maxi-Echse. Schwertkrabbe. Ausdauerkrabbe. Fällt Gerichten eine kräftige Konsistenz. Aber das ist eine Krabbe, ist was zu essen. Fitkröte. Medizin, die das Tempo steigert. Tempo ist an sich auch nicht verkehrt. Spurtechse, sich schneller zu bewegen.
Ja, aber ich hätte eigentlich gerne. Ich glaube, ich habe keine. Wir haben keine Sport. Doch, das sind Sporteidechsen. Wie stelle ich denn so einen bescheuerten. Wie stelle ich denn einen Fitnesstrank her? Mit der Fitkröte auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wir brauchen eine Ausdauerechse. Wir brauchen keine Sportechse, wir bräuchten Ausdauerechsen oder Ausdauerkröten. Aber da haben wir gar nichts davon. Warum auch immer? Wir haben Ausdauerbarsch. Das war bestimmt ein Fehler. Richtig? Ja, es war ein Fehler. Mann, ich bin ein Idiot. Ich hätte nur einen nehmen müssen. Ja, ich brauche ja was, was regelmäßig Ausdauer auffüllt und nicht aufs Maximum hinausgesehen einmal. Manchmal bin ich schon echter Schlaubi-Schlumpf, muss ich sagen. Okay. So, jetzt brauchen wir die Ausdauerkrabbe noch, weil die kann man auch kochen. Ausdauerkrabbe, klack. Okay, die Ausdauerkrabbe gibt nur Dingens, das heißt, da kann ich zwei nehmen. Und dann müsste es zu zwei Dritteln vollgehen wahrscheinlich, oder? Wenn ich es richtig gesehen habe. Okay, nee, zwei Ausdauerkrabben und du kriegst einen Ring. Danke fürs Gesprächsspiel. Das wollte ich nicht. Okay. Dann sollte ich das jetzt haben. Weil das ist ein reines Ausdauerproblem, aber das kann man lösen. So. So, extrem bitte. Okay, 300 Rubine war das. Ich glaube, das kriegen wir hin. Ich glaube, das Problem ist gar nicht mal so sehr. Toll, danke. Nein, bitte nicht. Nein. Oh, fuck my life. Ey, gib mir das auf den Sack, ey. No way. Na toll. Diesmal lande ich drauf.
Ich glaube, das wird verdammt knapp. Noch einen einzigen Trank habe ich noch. Oder ein Essen. So, 300 haben wir. Okay, wir haben massig Zeit. Ich überstürze es nicht, bevor ich runterfall. Aber das sollte locker reichen jetzt. Geschafft! Ausgezeichnet! Reife Leistung! Wie viele Rubine hast du unterwegs mitgenommen? 331! Ich brech zusammen! Absolut starke Leistung! Ich habe gleich meinen Muckis gespürt, dass du es packen würdest. Für deinen Schneiden und extremen Klippenklettern gebe ich dir einen Fittling. Yay. Du kannst ja klettern, so oft du willst. Bin schon gespannt. Okay, die Rubine können wir einsammeln und behalten. Toll. Ich habe das Ganze. Ich habe jetzt in dem ganzen Konstrukt. Ich fasse das mal kurz zusammen. Also. Wir haben als Belohnung jetzt gekriegt, effektiv 131 Rubine, weil wir 200 Rubine ausgegeben haben, um teilzunehmen. Das heißt, 131 Rubine gewonnen. Wir haben den Fittling gekriegt und dafür alles an Nahrung für Fitness aufs Spiel gesetzt, was wir hatten. Ich finde, das ist ein verdammt schlechter Schnitt. So. Ich will schon mal, ich bin immer da. Okay. Okay, so, wer bist du? Hier brennt die Luft, Bruder. Wenn du die Herausforderung des Bruders gemacht hast, dann musst du ja ziemlich was im Kasten haben. Achso. Ja, okay. Ja, gut, dann haben wir das gemacht hier. Jetzt muss ich ehrlich aber sagen, ich bin etwas enttäuscht. Also wir haben einen Fittling gekriegt, das ist irgendwie... Ich finde das irgendwie lachhaft wenig. Also der Vorteil ist natürlich, wenn du... Mehr Ausdauer, so drei Ausdauerringe, dann könntest du es, glaube ich, auch so schaffen, aber naja. Du bist großartig. Jetzt bist du mein Bruder, was? Ich werde dir nachfeiern und mich mehr anstrengen. Achso, die hatten vorher was. Die hatten vorher was anderes gesagt, glaube ich. Aber nachdem ich das zuerst gemacht habe. Ha, na gut. So, was haben wir da hinten? So Monster-Dingens. Worauf ich aber gerade relativ wenig Lust habe, muss ich sagen. So, hier ist ein Schild. Was steht da? Willkommen in den Schaltkleben. Hier kannst du einen Schneidnerweis stellen. Okay. Das haben wir gemacht. Die Frage ist, wo ist denn... Irgendwo muss das in der Stadt der Koronen sein. Das kann nicht sein. Das sieht verdächtig aus hier. Oder auch nicht. Aua.